Gefährst! Der Podcast von Fräulein Flora. Wir sind also hier am Institut für Spielforschung und Playing Arts der Universität Mozarteum in Salzburg. Dieses Institut gibt es seit 1990 und ich bin Mitbegründer, was mich sehr freut. Ich bin ja eigentlich Musiker, Musikhistoriker. Ich habe in Wien also Musikwissenschaft studiert, habe dann hier in der Bibliothek begonnen und dann kam der Bibliotheksdirektor im Frühjahr 1990 zu mir, hat gesagt, wissen Sie, dass es ein Institut für Spielforschung geben wird? Der Rektor Günter Bauer gründet dieses Institut. Habe ich gesagt, nein, weiß ich nicht, finde ich aber toll. Ich war sofort, vom ersten Moment, wo ich das erfahren habe, begeistert, bin gleich hin zu Günter Bauer, habe gesagt, ich höre, dass Sie ein Institut gründen, finde ich super, ich baue Ihnen die Institutsbibliothek auf. Und ich habe dann die Stelle bekommen und bin dann 2007 sein Nachfolger geworden, was mich sehr freut und bin erfreulicherweise heute noch gleich begeistert wie im Jahr 1990. Und wir haben eine Bibliothek aufgebaut, die einfach sagenhaft ist. Das ist ja nicht selbstverständlich für universitäre Institute, dass sie auch die Originaldokumente im Safe haben. Ja? Aber das war uns von Anfang an wichtig, weil es keine Fachbibliothek in diesem Bereich gegeben hat, weltweit, und die haben wir aufgebaut. Mit Sponsorgeldern, mit öffentlichen Geldern hätte man das nicht machen können, aber mit Sponsorgeldern konnten wir also hier eine Sammlung aufbauen, die mittlerweile die konsistenteste und beste Sammlung zum Thema Spiel weltweit ist. Also wir haben, wenn Sie etwa ein Buch aus dem 16. Jahrhundert sehen wollen, ne, wir können uns dann auch da reinschauen, haben wir im Safe. Ne? Also wir haben praktisch einen Großteil dessen, was es in der Kulturgeschichte zwischen 1500 und 1900 gibt, haben wir hier im Safe. Die Spielforschung braucht es dafür, dass es auf universitärer Ebene jemanden gibt, der dieses Thema vertritt. Also Günter Bauer ist ja Schauspieler, der war 13 Jahre am Burgtheater zum Beispiel, ja, hat dann hier die Professur für Schauspiel und Regie bekommen und er hat gesagt, in meinem Pass steht drinnen Schauspieler. Aber was dieses Spiel bedeutet, dazu gibt es auf universitärer Ebene kein Institut, keine Sammlung, kein Archiv und nichts. Und das müsste mal überhaupt in einer Festspielstadt, wir sind ja hier in Salzburg, die nennt sich Festspielstadt und nicht Partystadt, das ist eben ein großer Unterschied. Und so etwas müsste es geben. Und deswegen heißt es auch Spielforschung und nicht Spieleforschung. Also wir erforschen nicht einzelne Spiele wie Schach oder irgendwelche Kartenspiele, sondern Spiel in dem weiteren deutschen Begriff, den es auch im Englischen gar nicht gibt. Ja? Da haben wir jetzt erst, das ist ganz interessant, in neuesten Jahren einen neuen Begriff eingeführt, nämlich Ludologie, Ludology, damit die Engländer auch einmal verstehen, wie Play, Game, Sport, also diese kleinen Bewegungsspiele, zusammenhängen, nämlich über Spiel. Spiel dürfen wir nicht zu eng sehen, nur auf den Menschen bezogen. Auch die Tiere spielen. Und um uns dem Thema zu nähern, ist es ganz wichtig, dass wir hier mal sehen, warum hat die Evolution das Spiel entwickelt. Das ist aus folgendem Grund. Die Tiere früher, also wir reden jetzt vor 500 Millionen Jahren, waren in ihrem Verhaltensprogramm relativ festgelegt. Ja, es gab genaue Verhaltensprogramme. Nehmen wir als Beispiel die Ameisen. Ja, eine Ameise kann nicht entscheiden, ich baue jetzt einmal nicht mehr weiter am Bau, ich spiele jetzt Völkerball mit meinen Kollegen. Ja, diese Entscheidungsfreiheit haben sie nicht, sondern sie sind in ihrem Verhaltensprogramm so festgelegt, dass sie hier keine Freiheit haben in diesem Sinne. Nun hat die Evolution aber komplexere Zentralnervensysteme entwickelt. Das heißt, die Tiere sind jetzt nicht mehr so festgelegt über ihre Instinkte, über ihre Nervenbahnen, über ihre Reaktionen, Instinkte und so weiter, sondern sie haben Freiheit. Sie können frei entscheiden, was sie jetzt machen. Essen sie, fliehen sie, bleiben sie, kraulen sie den Kollegen, was immer. Jetzt besteht aber die Notwendigkeit, dass sie lernen.
Ja, wenn ich größere Freiheit habe, muss ich lernen, wie ich mich verhalte, was ist eine Gefahr, wie schleiche ich mich an, wie reiße ich ein Tier. Um dieses Lernen schnell zu organisieren, hat die Evolution das Spiel entwickelt. Also auch kleine Eisbären, kleine Tiger, die spielen zunächst einmal herum und lernen so die grundlegenden Verhaltensweisen. Wenn die ein Lernen organisieren würden, wie wir in der Schule, dann wären die schon längst ausgestorben, weil sie können nicht so schnell lernen. Also alles, was wir an grundlegendem Wissen haben, hüpfen, springen und so weiter, das lernen wir am besten im Spiel. Wir lernen ja am schnellsten als Kleinkinder. Wir lernen die Sprache, wir lernen Laufen, wir lernen Sozialkontakte, wir lernen grundlegende Fähigkeiten in einer Geschwindigkeit, davon können wir später nur mehr träumen. Also das ist der erste Wert. Um den Spiel richtig zu verstehen, müssen wir die Gegenseite anschauen, den Ernst. Da haben wir zwei Ernste, die wir unterscheiden müssen, und in der Diskussion oder in dem Gespräch über Spiel wird es oft vermengt und dann kommt sehr viel Falsches und Irritierendes heraus. Der Ernst ist nämlich zweischneidig. Wir haben auf der einen Seite den zweckrationalen Ernst der Wirtschaft, unseres ernsten Lebens, das muss schon ernst bleiben, und auf der anderen Seite müssen wir auch die Spiele ernst betreiben. Wir haben auch einen Ernst der Kinder. Wir können auch Heiligen Ernst nennen oder Spielernst, wie immer. Also man muss die Spiele schon ernst betreiben, ernsthaft spielen. Meine Tochter sagt ja immer, spiel gescheit, wenn ich hier irgendwie nicht ernsthaft spiele. Aber es ist ein anderer Ernst wie der Ernst der Zwecke. Wir müssen uns klar sein, dass das, was wir tun, und das ist das Wichtige im Spiel, was auch die Säugetiere können. Sie können eine Metakommunikation einführen. Das, was wir jetzt tun, ist nicht ernst gemeint. Also wenn zwei Eisbären miteinander, kleine Eisbären miteinander herumtoben, dann haben sie über Körpersignale die gegenseitige Übereinkunft, wir beißen jetzt nicht wirklich zu. Das ist das Entscheidende, sonst würden sie sich ja umbringen. Ja? Das heißt, sie toben herum und es schaut furchtbar aus und ganz gefährlich, aber sie haben die Übereinkunft, das, was wir hier tun, ist nicht in diesem normalen Ernst gemeint. Wir beißen nicht ernsthaft zu. Also diese Metakommunikation, das ist jetzt ein Spiel und eben nicht zweckrationaler Ernst, das begründet das Spiel. Und das ist jetzt fürs Lernen so wichtig. Warum? Weil wir dadurch befreit sind vom Basteln. Basteln ist etwas, da habe ich einen Plan und am Ende soll das rauskommen. Und ich kann jetzt dann schauen, ja, das ist genau nach Plan gemacht, das ist gut, das ist richtig, das funktioniert. Aber ich komme nie auf eine neue Idee. Also wenn ich eine neue Idee brauche, ich habe gerade einen Aufsatz geschrieben über Innovation, immer wenn wir Innovation brauchen, dann müssen wir in eine Haltung kommen, dass wir sagen, okay, jetzt spielen wir mal rum, jetzt ist einmal alles erlaubt. Das ist jetzt nicht ernst, sondern es darf jetzt einmal alles sein. Und das ist jetzt nicht nur eine so allgemeine Rederei, sondern zum Beispiel der Physik-Nobelpreisträger Gerd Binning in München, der sagt dezidiert von sich und seinem Team, wir spielen, das ist der erste Schritt. Und so haben sie auch den Nobelpreis bekommen. Sie haben nämlich ein kleines Teilchen gesucht, so ein kleines Molekül. Die Auflösung der Mikroskope war aber nicht hoch genug. Jetzt haben sie das Tunnel-Elektronen-Mikroskop erfunden. Das Teilchen haben sie nie gefunden. Ja? Aber für die Entwicklung des Tunnel-Elektronen-Mikroskops haben sie den Nobelpreis bekommen. Ja? Also man kann das nicht planen, sondern man braucht eine Haltung. Also nehmen wir auch das iPhone, wie das erfunden wurde, ist ein gutes Beispiel. Ne? Da kamen Techniker, Wissenschaftler zusammen und die durften jetzt einmal spielen. Die bekamen ein Haus zur Verfügung und hier dürft ihr jetzt einmal entwickeln. Ob am Ende dann ein selbstfahrendes Auto rauskommt, ein iPhone oder ein neuer Mixer, das war völlig offen. Das kann man nicht vorausplanen. Und was da entstanden ist, ist eine völlige Revolution unserer Kommunikation durch das iPhone, das war das erste. Ja. Diese Haltung brauchen wir also, diese Haltung des Spiels, wenn wir Innovation brauchen.
Also da, in dieser Frage schaut, dass meine Frau nicht da ist. Die ist Psychiaterin und wir halten gerne gemeinsam Vorträge. Und in diesem Punkt wäre sie jetzt angesprochen. Von der Gehirnphysiologie und vom Gehirn her ist es ganz sicher so, dass wir besser, schneller und vor allem nachhaltiger lernen, wenn wir mit weniger Angst dabei sind. Das kann man jetzt ganz genau in der Gehirnforschung durchdröseln. Wenn wir Angst haben, dann kommen ganz alte Verhaltensmuster aus den Hirnstämmen wieder hervor. Die sind sehr festgelegt, die sind sehr eingefahren in ihren Bahnen und wir erleben das ja rundherum. Wenn wir Angst haben, dann machen wir plötzlich ganz alte Verhaltensweisen. Ja? Und lernen heißt ja, wir lernen etwas Neues. Und daher ist es jetzt in Kurzform geradezu schädlich fürs Lernen, wenn wir Angst haben. Also das, was wir in der Schule inszenieren, mit mehr Druck und Prüfungen und all diese Sachen, sind für das Lernen, für ein nachhaltiges Lernen, also das ein Lernen, das wir auch in Jahren noch wissen, kontraproduktiv. Das wissen wir, trotzdem machen wir so weiter. Das ist einfach deswegen, weil wir sehen, dass es nicht gut funktioniert und in dem Fall macht man dann mehr vom selben. Also wir machen ja jetzt noch mehr Druck und noch mehr Tests und noch mehr. Ja. Das ist eben die alte Verhaltensweise, ist ganz natürlich. Und ich sage immer, wir sind eine reiche Gesellschaft, wir können uns das auch leisten. Wir können uns ineffizientes Schulsystem leisten, wir sind reich. Nur auf Dauer werden wir uns das nicht leisten können. Und die erfreuliche Botschaft ist jetzt, um die Effizienz zu steigern, müssen wir oder dürfen wir Druck rausnehmen und Spiel reinbringen. Ja? Nämlich das Spiel, wenn wir etwas selbst tun, wenn wir etwas selbst entwickeln, wenn wir mit Freude dabei sind, wenn wir mit anderen zusammen etwas unternehmen, dann erhöht sich die Lerneffizienz und die Behaltensrate. Und das ist ja sehr eine erfreuliche Aussicht. Ja, jetzt müssen wir mal wegkommen von der Idee, dass Spiel etwas für Kinder wäre und jeder ohnehin irgendwie spielen könnte. Also wir würden nie annehmen, dass ich zum Beispiel jetzt, wir sind ja an einer Kunstuniversität, ja, wir würden nie annehmen, dass ich jetzt in den Nebenraum gehen könnte und da ist die Barockflötistin, dass ich der die Flöte aus der Hand nehmen kann und jetzt Flöte spielen kann. Ja, sondern wir wissen, das muss man lernen und zwar ausführlich lernen, deswegen gibt es Universitäten, Kunstuniversitäten. Ja. Beim Spiel denken wir oft, naja, das kann man eh. Ja. Das ist aber falsch. Wenn ich nicht spielen kann, kann ich nicht spielen. Wenn ich nicht Schach spielen kann, kann ich nicht Schach spielen. Da hilft überhaupt nichts. Ja. Also auch dieses Spielen hängt mit Können zusammen und kann man und muss man die grundlegenden Sachen lernen. Um es jetzt zum Beispiel in einem Betrieb einzusetzen oder woanders, um Innovationen einzubringen, dann muss ich zuerst einmal schauen, das, was wir machen wollen, das, was wir spielen wollen, können die Leute das überhaupt? Ja? Und deswegen gibt es ja Ausbildungen in Spielpädagogik zum Beispiel, ja, um die vielfältigen Möglichkeiten, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Spiels kennenzulernen und damit umgehen zu lernen. Und Gott sei Dank haben wir mittlerweile, also das war eben auch unsere Intention, dass wir sozusagen im Hintergrund die wissenschaftliche Grundlage bieten, damit dann viele Leute Praxisanwendungen machen können. Und wenn Sie dann jetzt gehen, zum Beispiel im Potsdamer Spielmarkt, der ja gerade jetzt im Mai in Potsdam stattfinden würde, wenn er nicht abgesagt worden wäre, da kommen tausende Leute zusammen und es gibt unglaublich viele Kurse, ich habe da vor 2 Jahren auch einen gehalten, wo man Spiel überall einsetzen kann, für welche Lernmöglichkeiten. Und das ist dermaßen vielfältig, ja, erfreulicherweise. Und jeweils gibt es dann auch Leute, die das lernen, wie mache ich das genau. Also Spieltherapie zum Beispiel ist ja mittlerweile eh etabliert, Gott sei Dank, ja, und nickt man, ja. Oder auch für Organisationen, für Innovationen, für den Kunstunterricht, für Sprachspiele, für Sprachlernspiele. Ja.
Das gibt es ja alles erfreulicherweise. Ja. Und was mich besonders freut, weil ich auch wahnsinnig gerne in der Natur bin und das auch unglaublich wichtig finde, diese Outdoor-Games. Die hat es ja vor 20 Jahren auch noch nicht so gegeben. Ja. Damals haben wir angefangen, mal erste Bücher darüber zu schreiben, wie wichtig Spiel ist und wie wichtig die Natur ist und wie wichtig es ist, dass wir beides zusammenbringen. Ja. Und jetzt gibt es umfangreiche Outdoor-Games und so weiter. Und zum Beispiel Unternehmen buchen schon, ich mache ein Wochenende oder sogar zwei Arbeitstage Outdoor mit einem Trainer, weil es die Gemeinschaft fördert. Ja, normalerweise arbeitet man in einem Betrieb ja zusammen und denkt, dass ich vom anderen, da ich seit Jahren am Nebentisch arbeite, ihn kenne. Das ist aber völlig falsch. Und deswegen braucht man eben Spiel, weil im Spiel lerne ich andere Menschen am schnellsten kennen. Es gibt keine Begegnungsmöglichkeit, wo man den anderen Menschen so schnell und intensiv in seinen Fähigkeiten und jetzt mit Spaß kennenlernt. Ja? Und dafür braucht man die Sachen eben. Naja, mit alleine spielen, jetzt rein strukturell kann man nicht alleine spielen. Ja? Also Spiel ist, wenn wir es jetzt einmal definieren wollen, Spiel ist Interaktion unter dem Vorzeichen des Als-Ob. Also, Spiel ist Interaktion, das heißt, wir gehen in Interaktion, ich mache etwas, Sie antworten quasi darauf. Ein Gegenzug ist eben eine Antwort auf das, was ich, also wenn ich im Schach einen Zug mache, dann antworten Sie mit einem anderen Zug. Ja, also Spiel ist immer so eine Interaktion zwischen zwei und mehr Menschen. Und unter dem Als-Ob. Also wir sind uns darüber einig, dass das, was wir jetzt hier tun, ein Spiel ist, also nicht mit dem Zweck rationalen Ernst gemeint ist. Das ist die Definition von Spiel. Und in dieser Definition ist drinnen, dass es eine Interaktion ist. Also selbst wenn ich mit mir alleine Schach spiele, dann imaginiere ich einen Gegner. Mit sich alleine Schach spielen ist natürlich die schwierigste überhaupt, weil ich mir einen Gegner vorstelle und im Grunde seine Strategie kenne. Ja, also bin ich dann ehrlich zu mir und sage, okay, ich denke jetzt nicht darüber nach, was hat der andere für eine Strategie, ja, die weiß ich ja nicht. Oder ich beziehe das mit ein und sage, ich spiele sozusagen mit offenen Karten, dann wird es aber sehr schwierig. Also Spiel mit sich alleine geht nicht. Auch diese Idee, die wir haben, dass wir im Computer oder im Computerspiel mit mir alleine spielen, stimmt ja nicht. Sondern ich habe ja einen Computer als Gegenüber. Insofern sind diese Spiele ja auch immer nur relativ interessant. Also wirklich die große Welle und die Spannende bei den Computerspielen ist ja dann losgegangen, wo wir gegeneinander spielen. Ja, also auch was wir heute unter E-Sports und so weiter haben, ist ja, dass das in dem Fall eine kleine Gruppe von 5 Menschen gegen 5 andere spielen, ja, in einer virtuellen Welt. Und insofern ist es jetzt auch wieder nichts wahnsinnig Neues. Ja, also es ist nur sozusagen in eine andere Welt transferiert, weil Gruppen, die gegeneinander spielen, ja, haben mit einem Ball oder mit was weiß ich, ja, oder Paintball oder was immer, haben wir schon seit immer eigentlich. Ja. Es ist jetzt nur, und das ist natürlich das Verblüffende und was uns so fasziniert, dass wir hier in einer virtuellen Welt uns bewegen. Ja. Aber von der Struktur als Spiel ist es nichts Neues. Naja, jetzt die Frage dann auch dem Wert des Spiels in der Familie. Da müssen wir mal anfangen. Es ist die einzige, jetzt mit Kindern, die einzige Ort, wo wir uns begegnen auf Augenhöhe. Das war zwar jetzt falsch rum, aber es ist richtig. Im Spiel kann ich habe auch 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und ich bin ja immer verantwortlich für sie. Ja, also wenn wir jetzt irgendwo wandern gehen und sie wollen unbedingt auf einer Baustelle herumklettern, dann bin ich verantwortlich für sie und muss sagen, also das dürfen wir nicht und spielen wir was anderes. Im Spiel haben wir einen Ort,
wo wir auf Augenhöhe sind. Meine Tochter kann mir also, Mensch, ärger dich nicht, reinhauen und ich kann nichts machen dagegen. Ich kann ihr nicht verbieten, das zu tun. Ja? Das ist also der einzige Ort, wo wir wirklich auf Augenhöhe interagieren können. Und das bringt eine völlig neue Dynamik. Ich kann nämlich einmal ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so und so Frage stelle oder ihn reinhaue. Ja? Was passiert dann? Will ich doch wissen. Kann ich meinen Vater zur Weißglut bringen? Ja? Wie reagiert er? Das ist doch spannend. Ja? Weiß ich ja sonst nicht. Und das ist also der Wert des Spiels, dass wir hier auf Augenhöhe sind. Nur als nebenbei, es ist auch immer wichtig, ist mir immer wichtig gewesen, dass wir viele verschiedene Spielformen haben. Also nicht nur Brettspiele, sondern auch zum Beispiel kreative Spiele. Wir haben immer irgendwie kreativ irgendein Projekt gemacht. Ja? Also, und das ist auch wichtig, weil dann kann man nur erinnern, meine Tochter, so mit 6, 7, war es einmal ihr Projekt, Kleidchen anzuziehen. Und wir waren dann auch mitgenommen auf ein Seminar, also mit Erwachsenen. Und das spricht mich auch sehr für das Spiel, dass es hier die Möglichkeit ist, Erwachsene und Kinder gemeinsam in einem Seminar zu haben. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Seminar mache über Kernphysik, dann langweilen sich die Kinder. Ja? Aber wir haben da ein kreatives unter dem Namen Playing Arts, den Namen habe ich erfunden, dass wir also gemeinsam an unseren Themen herumexperimentieren, herumspielen. Ja? Und ob man da gerade ein Kind ist oder ein Erwachsener, der sich den kindlichen Anteil erhalten hat, ist völlig wurscht. Ja? Also insofern waren da meine Kinder auch immer gerne dabei und hat halt ein Projekt, das Kleidchenprojekt gemacht. Sie hat also 20 verschiedene Kleidchen an so einem Ständer, den man herumführen kann, gehängt und sich alle Augenblicke umgezogen. Und ich konnte jetzt nicht sagen, das ist ein Blödsinn oder so etwas, weil sie hat eben ihre Spur, ihre Spiel, was ihr jetzt wichtig war, vertreten. Ja? Und das ist eben der Wert des Spiels, dass wir sagen können, okay, ich probiere jetzt einmal aus, ich mache jetzt einmal, um Erfahrungen zu sammeln. Weil wie können wir sonst zu Erfahrungen kommen, ob ich das, was ich mache, wirklich das ist, was ich machen will. Um das geht es ja. Vielleicht erzähle ich dann nur ein Beispiel, das für mich immer ganz gut ist und illustriert den Wert des Spiels. Ich hatte einmal in so einem Kurs, Playing Arts Kurs, also wo wir über unsere Lebenskunst ins Spiel kommen, eine Teilnehmerin, die war jetzt über 30 und wollte immer Schauspielerin werden und es wurde nie etwas. Und wir hatten 5 Tage Zeit und haben gesagt, ja okay, dann mach mal. Ja? Und sie hat sich dann verschiedene Kostüme geholt und sich immer wieder umgezogen, Szenen gestellt und mit Selbstauslöser fotografiert. Und war 1, 2 Tage unglücklich. Es wurde einfach nicht, das ist ja der Wert am Spiel, dass wir sofort Rückmeldungen bekommen, ob das jetzt heiß ist, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Also das erleben wir ja bei Kindern. Sie können bei Kindern, wenn sie spielen, dann haben sie sofort die Rückmeldung, das ist jetzt langweilig, ja, oder das ist jetzt spannend. Und deswegen braucht man das Spiel eben. Man sieht dann sehr schnell, irgendwie ist das langweilig. Ja. Also zurück zur Schauspielerin, die Schauspielerin werden wollte. Sie hätte natürlich sehen können, dass sie seit fast 20 Jahren versucht, Schauspielerin zu werden und das wird irgendwie nichts. Ja. Dann merkt man ja, naja, vielleicht, ja. Aber die Idee ist ja noch im Kopf. So, also sie hat es ausprobiert und es wurde nicht spannend. Im Tun mit der Kamera und Selbstauslöser ist sie plötzlich auf die Idee gekommen, dass es für sie unglaublich spannend ist, hinter der Kamera zu stehen. Ja? Sie hat also dann plötzlich zu fotografieren begonnen, hat sie dann am 3. Tag in dem Bildungshaus im Keller ein improvisiertes Fotostudio eingerichtet und hat selber Abzüge gemacht. Und am 5. Tag war sie ganz begeistert und hat uns unglaublich tolle, ganz individuelle Fotos gezeigt. Sie hat in der Folge dann eine Fotolehre gemacht, eine Ausbildung gemacht, ist mit ihrem Mann dann nach Uppsala in Schweden und die bekommen immer noch ab und zu eine Postkarte mit einer Einladung zu ihrer Vernissage. Sie ist also eine ganz renommierte Fotografin geworden. Also, zurück zum Spiel, was ist der Wert? Ich hätte ihr nie sagen können, probier doch mal Fotografie.
Ja, also das wäre im Kontext eines Seminars, wo jemand kommt, ich wollte immer Schauspielerin werden, völlig unmöglich. Ich weiß es ja auch nicht. Im Spiel, dadurch, dass sie ins Spiel gekommen ist, ausprobiert hat, hat sie plötzlich eine neue Spur entdeckt, etwas Neues entdeckt. Und das war dann ihr Ding. Ja? Und deswegen braucht man Spiel, um zu experimentieren, auszuprobieren, um darauf zu kommen, was ist jetzt eigentlich meins. Es ist ganz interessant, dass man zu viel spielen kann. Also es geht um Folgendes. Wenn wir in ein Spiel eintreten, dann, also nehmen wir zum Beispiel das Theaterspiel, ja, also da ist es genau die Abmachung zwischen Publikum und Schauspieler. Was jetzt hier in den Räumen passiert, ist als ob gemeint. Es gibt ja die Anekdote, im Wilden Westen kam ein Theater, Cowboy kam zu spät, sieht auf der Bühne, wird eine Frau entführt, er zieht den Colt und schießt da los, ne, weil er eben diese Abmachung, das ist jetzt nicht ernst gemeint, nicht verstanden hat. Ja. Also natürlich auch die Bühnentode sind keine wirklichen Tode, das wissen wir und daher sind wir zwar ergriffen, aber nicht beunruhigt. Ja. Also dieses in das Spiel hineinbegeben ist wichtig. Jetzt die andere Seite, ich muss aus dem Spiel auch wieder herauskommen. Ja, und das ist die große Schwierigkeit für Schauspieler, die begeben sich in eine Rolle hinein, müssen aber auch wieder aus der Rolle rauskommen. Ja? Also bei manchen Schauspielern hat man das Gefühl, dass die nie aus ihrer Rolle rauskommen. Ja? Also von einem Klaus Kinski zum Beispiel hat man immer den Eindruck, der ist so. Ja? Das ist die große Schwierigkeit. Wir müssen uns hineinbegeben in ein Spiel, aber auch wieder herausbegeben. Und das ist nicht ganz einfach, weil diese Spielwelt ist oft wesentlich interessanter wie unsere alltägliche Welt. Und dann passiert es dann leicht, dass wir unsere normale Welt als zu langweilig empfinden. Und dann beginnt ein Prozess, den wir auch als Sucht beschreiben können. Ja? Ich will dann immer mehr in diese Spielwelt mich reinbegeben. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich habe jetzt einen 13-Jährigen kennengelernt, der sehr viel Computerspiele spielt. Ja, wenn ich mir anschaue, diese Schule, da kämpft er herum, er hat keine rechten Freunde und so weiter. Und dann begibt er sich ins Computerspiel und ist World of Tanks, ja, und kann hier herumballern und ist voll der Chief, ja, und so. Also das ist schon spannend. Und wir als Erwachsene entwickeln ja Computerspiele so, dass sie spannend sind, dass sie einen Suchtfaktor haben. Ja, also das wird ja schon einprogrammiert. Wir kennen die Psychologie des Menschen sehr genau und programmieren die Spiele schon entlang dieser Möglichkeiten, dieser psychologischen Möglichkeiten, immer wieder kleine Erfolgserlebnisse einzubauen, um so eine Immersion, wie es heißt, also diese Hineinbegeben in das Spiel zu fördern. Und auf der anderen Seite sind wir als Erwachsene dann furchtbar aufgebracht darüber, dass unsere Kinder und Jugendliche genau das machen, was wir mühsam programmiert haben, dass sie machen sollen. Ja? Also das ist natürlich jetzt in unserer Welt, in unserer Wirtschaftswelt, eines von den Sachen, was wir häufig haben, dass wir hier schizophren sind im Grunde. Ja? Also auf der einen Seite ja eben die Sachen herstellen und auf der anderen Seite dann sehen, wir sollten diese Sachen, die wir da hergestellt haben, gar nicht verwenden, weil sie schlecht sind für uns, für die Umwelt, für die Mitwelt, für was auch immer. Ja? Essen zum Beispiel, ja? Also das ganze Fast-Food-Essen ist ja die reine Katastrophe für die Gesundheit. Ja? Also wir stellen das her, wollen aber von unseren Kindern und Jugendlichen, dass sie das eben genau das nicht machen. Das haben wir häufig so. Ja, also es ist wichtig, dass wir auch wieder aus dem Spiel herauskommen und hier sozusagen es aushalten, dass die Welt nicht so spannend ist wie im Spiel. Die sogenannten Glücksspiele, die ich viel lieber Pechspiele nennen würde, weil überwiegend habe ich ja Pech und nicht Glück bei den sogenannten Glücksspielen, sind natürlich eine eigene Sache. Die sind nämlich relativ langweilig.
Es sind vom Spiel her relativ langweilige Spiele, die jetzt einen unglaublichen Gewinnanreiz brauchen, meistens in Form von Geld, damit sie überhaupt gespielt werden. Ja, also das, und daher ist es so, dass diese Spiele sehr viel Anreiz brauchen und sehr viel Inszenierung rundherum. Ja, an Casinos oder diese Automaten, die müssen natürlich unglaublich viel blinken und tuten und tun, damit es überhaupt in einigermaßen einen Anreiz hat, hier überhaupt sein Geld reinzuwerfen. Organisationen sind ja immer wieder vor die Aufgabe gestellt, dass sie sich verändern müssen. Veränderung bringt jetzt immer Widerstand. Wir wollen ja, das ist einfach gehirnphysiologisch, wir haben ein ziemlich altes Steinzeitgehirn und wir wissen, so funktioniert es schon mal und wollen hier normalerweise keine Veränderung und bei Veränderung kommt Angst auf. Jetzt gibt es oder hat es gegeben zwei Möglichkeiten der Veränderung. Ein Chef kommt her und sagt, wir müssen uns verändern und wir machen jetzt das und das. Und dann die ganze Belegschaft sagt ja, weil sie nicht nein sagen dürfen und macht weiter wie bisher. Ja, meistens. Diese Veränderungen funktionieren nicht. Auch die andere Richtung von unten nach oben, dass jetzt mehrere Leute zusammentun, wir müssen da was ändern und zwar gegen den Widerstand der Chefitäten. Wollen sie Veränderungsprozesse einbringen, das nennt man dann Revolution, funktioniert auch meistens ganz schlecht, weil meistens setzen sich die Chefs durch, ja, und die unten werden dann gekündigt oder was. Das sind also Veränderungsprozesse, die ganz schlecht funktionieren. Dann hat man festgestellt im Management-Training, dass es gut ist, wenn man vorher sich klar ist darüber, und zwar gemeinsam klar ist darüber, was wollen wir für Veränderung und wie machen wir das. Und es hat sich bewährt, dass man in einem möglichst frühen Stadium schon Modelle hat zum Beispiel oder ausprobiert, wie das ist. Und dass man ein Gefühl bekommt, das wurde nämlich früher im Management völlig unterschätzt, dass genau die Ängste, die Gefühle das Entscheidende sind. Ja? Auch Manager, die von sich glauben, dass sie immer aufgrund von rationalen Fakten und Zahlen und so weiter Entscheidungen treffen. Wenn man die untersucht genau, sind 60% der Entscheidungen reine Bauchentscheidungen. Ja, also auch, ja. So, um jetzt möglichst früh ein Gefühl zu bekommen dafür, wie das diese Veränderung jetzt wäre, um möglichst früh Modelle zu haben, wie man das macht, ist es gut, wenn man zusammenkommen und unter dem Vorzeichen, das ist ein Spiel, ja, also es ist jetzt nicht ernst. Wichtig ist jetzt, dass wir es nicht Spiel nennen, sondern gruppendynamische Methode oder am besten irgendein englischer Begriff, ja, dann geht es schon, weil eben im Deutschen das Spiel immer mit Kindern und Freizeit so in Connex ist, was völlig falsch ist. Wir nennen also jetzt Group Dynamic Development, was immer. Ja, sind die alten Spiele, aber macht nichts. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir innerhalb kürzester Zeit, wenn wir es jetzt in einem Simulationsspiel ausprobieren, ein Gefühl dafür, wie das sein könnte. Ob sich das überhaupt bewährt, ob die Leute dabei sind, was für Ängste hochkommen, die kann man dann auch darüber reden, die kann man bewältigen, da kann man was anderes erfinden. Ja? Deswegen ist es jetzt so wichtig, dass wir eben so spielerische, gruppendynamische Methoden einsetzen. Ja, soziale Innovationsprozesse sind Spiele, wir nennen es nur anders. Ja? Also, das war jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Wir brauchen soziale Innovationsprozesse, wenn wir in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe oder in einem Team eine neue Beziehung herstellen wollen. Ja? Also wir haben, nehmen wir ein Beispiel, ein Team, das jetzt eine gewisse Aufgabe hat. Wie verteile ich die Aufgaben? Ja, ich kann jetzt langwierig überlegen, wer etwas kann, ich kann fragen, willst du das machen oder willst du das machen? Dann zeigen immer die auf, die von sich glauben, dass sie alles können. In Wirklichkeit können sie es ändern. Und der andere, der es kann, ist etwas bescheidener und zurückhaltender, der zeigt nicht auf und so weiter. Also das alles funktioniert immer sehr schlecht.
Während ich, wenn ich jetzt Simulationsspiele zum Beispiel mache, wenn ich jetzt, okay, wir machen jetzt noch nicht ernst, sondern wir machen hier ein, hier, genau hier haben wir ja schon Spiele gehabt, zum Beispiel in einem Stadtteil eine Innovation einzubringen. Es muss ein Garten angelegt werden, ein Park. Ja. Wie mache ich denn? Was wollen die Einzelnen jetzt eigentlich? Ne? Der eine Wirt möchte einen Teil des Parkes hier einen Restaurantbetrieb, Terrasse aufmachen, die Kinder wollen hier einen Spielplatz, die einen wollen hier durchgehen, die anderen wollen eine Parkbank und hier ihre Ruhe haben. Also ich muss ganz unterschiedliche Interessenslagen hier unter einen Hut bringen. Ja, was mache ich? Ich mache ein Spielbrett, ja, mit verschiedenen Spielfiguren und verschiedenen Möglichkeiten und Knetmasse. Ja, jetzt macht es einmal. Und dann sieht man innerhalb kürzester Zeit, wie sich das gemeinsam ausgehen könnte. Also diese beiden Beispiele zeigen, wenn wir Simulationen machen, das einmal ausprobieren, unter dem Vorzeichen Spiel, nicht ernst, hier ausprobieren, experimentieren, spielen, dann sehen wir sehr schnell, wer jetzt eigentlich was kann, wer was einbringen kann, wer welche Interessen hat und so weiter. Und wir können daraufhin dann einen richtigen Plan machen, wie wir das jetzt umsetzen. Das Spiel kann ja immer nur der erste Schritt sein, aber der erste wichtige Schritt für die Umsetzung. Dann kommt es natürlich in die Ausarbeitung. Ja, aber überall dort, wo wir jetzt eine Innovation brauchen, wo wir was Neues brauchen, was es noch nicht gibt, ist es gut, zuerst einmal experimentieren, spielen. Ja, Serious Gaming, man glaubt ja immer, das sei eine neue Erfindung. Jetzt ganz kurzer Exkurs, weil es einfach dermaßen spannend ist und weil es kein Mensch weiß, wie das entstanden ist. Das ist nämlich entstanden im 16. Jahrhundert mit dem Spielteufel. Ich habe da jetzt einen Spielteufel vor mir. Das ist also ein Buch, das ein protestantischer Pastor geschrieben hat, der Spielteufel, hier eine Ausgabe von 1564. Und es ist eine ironische Schrift, der Teufel lädt ein, in seine Gemeinschaft, in seinen Orden zu kommen und um jetzt Sünden zu begehen. Also es gibt einen Spielteufel, es gibt einen Saufteufel, es gibt einen Hurenteufel und eine umfangreiche Literatur, die man heute überhaupt nicht mehr kennt. Das war kein seltenes Buch, sondern es gibt x Auflagen, das war eine verbreitete Literatur, nur man kennt sie nicht mehr. Und wir haben hier einen Spielteufel und da steht drinnen, der Teufel lädt ein, den man übrigens auch hier dargestellt sieht, dass sie in ihren Orden kommen, weil da dürfen sie jetzt ins Wirtshaus gehen, da dürfen sie fluchen, da dürfen sie spielen, da dürfen sie saufen. Und wenn sie kein Geld mehr haben, gehen sie heim und schlagen ihre Frau, dass sie das letzte Geld rausrückt. Und bis hin zum Mord und Totschlag. Das alles dürfen sie hier in dem Orden. Ja? Es ist also natürlich eine ironische Umkehrung. Die zweite Hälfte dieses Büchleins ist dann eine ganz normale Predigt gegen das Spiel. Und es führt dazu, dass er dezidiert sagt, an den Hausvater gerichtet, der verantwortlich ist, also für das ganze Haus und für die Erziehung, es ist besser, den Kindern jedes Spiel zu verbieten und zu verleiden, ja, als später den Auswüchsen nicht mehr Herr zu werden. Und das war also eine Spielfeindlichkeit, die unglaublich ist. Und dagegen haben sich jetzt einige Pädagogen und Humanisten gewandt und gesagt, na, so geht es jetzt auch nicht. Wir können nicht alles Spiel, das ja auch wertvoll ist, den Kindern und Jugendlichen verbieten. Ja? Und deswegen gibt es eine umfangreiche Literatur, ich habe da hier aus dem 17. und 18. Jahrhundert Literatur, die auch wieder sagt, was ist jetzt ein wertvolles Lernspiel? Und dann wurden unglaublich viele Lernspiele entwickelt. Also ich habe hier zum Beispiel ein Lernspiel aus dem Jahre 1677, nämlich, wie haben die jungen Aristokraten und Prinzessinnen und Prinzen die Wappen Europas gelernt? Die mussten, wichtig war damals, die Wappen Europas zu lernen.
So wie man heute wissen muss, was ist Nike, was ist irgendein anderes Logo, ja, so musste man die Wappen kennen. Und das kann man natürlich nicht in normalen herkömmlichen Schulen lernen, sondern sie haben ein Kartenspiel mit allen Wappen Europas darauf und dann gibt es verschiedene Spielregeln, wie man dieses Kartenspiel macht. Und in dem Büchlein ist die ganze Geschichte erklärt, dieses Landes und die Geografie. Das musste man auch wissen. Ja. Also seit dieser Zeit gibt es etwas wie Lernspiel und pädagogisch wertvolles Spiel. Und das wurde natürlich dann immer wieder von der Gesellschaft verschieden eingesetzt. Also wir haben auch einige Spielbücher aus dem Dritten Reich. Die haben natürlich vor allem paramilitärische Erziehung war da wichtig. Ja. Aber auch, ich meine, wenn man in die Bücher reinschaut, da wird einem schon schlecht, wie spioniere ich meinen Gruppenführer aus? Ja? Und melde es dem Obergruppenführer, was der tut. Sozusagen, ja, er hat ja nichts zu verbergen und da kann ich lernen, wie ich andere Leute ausspioniere und wie ich es melde. Ja, also das sind natürlich auch ganz schlimme Spiele. Also ich möchte es erwähnen, dass Spiel jetzt nicht immer harmlos ist. Es wird natürlich von Gesellschaften immer auch wieder ausgenutzt. Ne? Wie ging es weiter? Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten wir natürlich vor allem die Friedensspiele haben. Die Spiele, die hier soziale Gemeinschaft fördern, aggressionssenkende Spiele und all diese Sachen. Und das führte dann in den 1980er und 90er Jahren dazu, dass wir pädagogisch wertvolles Spiel hatten. Es gab eine Flut von Literatur, die haben wir da auch gesammelt, über Spiel und Lernen, Lernspiele und so weiter, aggressionssenkende Spiele und was es da alles gibt. Und das war sehr gut aufgearbeitet und da gibt es sehr gute Spielvorschläge. So, vor ungefähr 20 Jahren war da beim Kongress in Berlin und habe da ein Panel geleitet und da kam ein Kanadier und der hatte referiert darüber, wie toll Spiel fürs Lernen ist und wie er jetzt in einer kleinen Gemeinde irgendwo in Kanada jetzt so spielpädagogische Aktionen macht. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn darauf hinzuweisen, das, was er da referiert hat, haben wir schon 20, 30 Jahre vorher schon ausführlich entwickelt gehabt. Er hat mir angeschaut wie ein Autobus. Er hatte keine Ahnung. Die ganze Literatur wurde nie auf Englisch übersetzt. Ja? Das ist es. Das ist der Krux. Ja? Und weil es diese deutschsprachige Spielpädagogik aus den 80er Jahren nie auf Englisch gab, sind die Engländer und Amerikaner jetzt vor einigen Jahren darauf gekommen, wie unglaublich toll Spiel eingesetzt werden kann fürs Lernen, für die Bildung. Und haben dann einen neuen Begriff erfunden dafür, Serious Games. Ja? Und so kommt es jetzt, dass wir mindestens schon über die Jahrhunderte gesehen die, glaube ich, fünfte Welle haben, dass die Serious Games, dass diese Lernspiele wieder erfunden werden. Also sie werden ständig immer wieder neu erfunden. Natürlich immer mit den neuen Medien verknüpft. Und das neue Medien und die Möglichkeiten sind natürlich über Bildschirmspiele, wie es früher heißt, Computerspiele, wie es heute heißt. Ja. Das sind natürlich Medien, die auch wahnsinnig interessant sind. So mal die Geschichte. Ja, also in dem Fall möchte zwei Dinge sagen. Es gab vor einigen Jahren in Salzburg einen großen Bus, der auf den Domplatz gestellt wurde. Und da konnte man die Geschichte eines Flüchtlings nachvollziehen. Man hat am Anfang einen Pass bekommen, den man dann auch wieder abgeben musste. Man hatte die Aufgabe, ich darf mir drei Sachen aussuchen, was ich mitnehme. Ja? Und wurde da durchgeschleust und in alle möglichen Gefahrensituationen gebracht und wie gehe ich damit um und so weiter. Ja? Das war unglaublich spannend, weil man auf Sachen aufmerksam wird, an die man nicht denken würde. Ja? Also Flucht ist immer schrecklich. Ja? Also es ist ja vorher schon viel Schreckliches passiert, sonst würde es nicht zu einer Flucht kommen. Ja? Das wird ja auch meistens ausgeblendet. Ja? Und dann all diese Fragen der Flucht, was nehme ich mit? Habe ich eigentlich mein Zeugnis mit, zum Beispiel, ja, von meiner Berufsausbildung? An das denkt man ja meistens nicht und das ist dann im Zielland eine ganz wichtige Sache.
All diese Sachen und all diese furchtbaren Kurzvideos, was dann irgendwie junge Männer, die dann kommen mit irgendwelchen Waffen und um sich schießen, was für die natürlich wahnsinnig spannend ist. Also das darf man auch nicht vergessen. Diese ganzen Kriege und so weiter funktionieren ja nur deswegen, weil auf der einen Seite reiche Länder die Waffen verkaufen, sonst könnten sie die immer noch mit Knüppeln irgendwie sie die Köpfe einschlagen, was nicht so tragisch wäre, wie wenn sie herumschießen mit Schnellfeuerwaffen. Und die andere ist, junge Männer brauchen Abenteuer. Ja? Und wo kriegen die ihre Abenteuer? Na, es ist ja natürlich wahnsinnig spannend, wenn ich hier so eine Waffe in der Hand habe und herumschießen kann, dann bin ich plötzlich wer. Ja? Also das ist ja unglaubliche Faszination. Da wäre es auch gut, wenn man da mehr Spiel hätte und die könnten was anderes spielen, als dass sie da mit Waffen herumschießen. Also all diese Zusammenhänge sind erfahrbar, indem man da drinnen ist. Und ich habe das gemacht und da war gerade ein heißer Sommer und es war heiß. Also es war wirklich auch eine sehr unangenehme Situation. Lange nicht so unangenehm wie das, was die erleben, aber ich bekam ein bisschen eine Ahnung davon, wie es sein könnte. Das war also sozusagen auch in gewisser Weise eine Inszenierung, ein Spiel. Ja? Das kann man natürlich sehr schwer mit größeren Massen machen, weil so ein Bus ist aufwendig, ich brauche dann eine Betreuung, ich brauche Material und so weiter. Deswegen ist es dann interessant, das überhaupt in den virtuellen Raum zu verlegen. Ja? Weil da können tausende Leute, also da ist keine Beschränkung, wie viele Leute das machen können und so weiter. Natürlich ist dann das Erlebnis ein wesentlich vermittelteres. Ja, also wie immer wir diese Welt ausgestalten, in diese virtuelle Welt ausgestalten, es ist nie die reale Welt. Also mein Erlebnis wie in dem Bus, in dieser Enge und so weiter, ist ein anderes, wie wenn ich vor dem Computerbildschirm sitze. Ja. Aber natürlich besser als nichts. Ja. Aber das müssen wir uns immer klar sein, dass es das ist. Ich finde das in dem Fall sehr, sehr wertvoll und toll, weil man doch immerhin, soweit es eben möglich ist, eine Idee vermitteln kann, was das für eine furchtbare Sache ist. Ja. Jetzt wäre es natürlich noch wichtiger, ich bin nicht sehr begeistert sozusagen von dieser Betroffenheitspädagogik. Ja. Also wir sind immer so furchtbar betroffen, aber wir wissen die Hintergründe nicht. Ja, ich bin also da mehr Wissenschaftler oder so, dass ich Betroffenheit, ja, aber ich möchte auch wissen, welche Strukturen begünstigen das, dass es überhaupt dazu kommen konnte.